Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start, also eine kleine Runde. Let's Play Real Life, schon seit Ewigkeit nicht mehr. Und wir haben jemanden, der ein Foto machen will. Hallo. Dankeschön. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, aber ich bin jetzt wieder zurück auf YouTube unterwegs. Werde versuchen, mir ein bisschen aktiver auf YouTube-Kanal zu sein. Zurzeit eigentlich eher so mit Streamen verbracht als mit YouTube. Möchte es jetzt ein bisschen ändern. Möchte auch gerne in diesem Moment auf meinen Kreativkanal hinweisen, auf den Art of Chico, wo wir sehr viele Tutorials machen werden, halt Speedarts, Musikvideos. Wir werden auch demnächst ein Fan-Dub machen. Zu einem bestimmten Kinofilm, der jetzt rausgekommen ist oder demnächst auf DVD rauskommt. Und ich hoffe, dass ich wieder ein bisschen aktiver auf YouTube sein kann, wieder ein bisschen mehr Zeit darin investieren kann und bedanke mich derweil bei den anderen Abonnenten, die da geblieben sind, die gewartet haben geduldig und die Leute, die aktiv auf Twitch dabei waren. Auch Twitch gerade mal verlinkt hier. Ansonsten wünsche ich noch viel Spaß bei dem weiteren Videomaterial, das wir hier haben und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß und schönen Tag noch. Tschüss! Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Kennst das Zeichen nicht mehr so, wie es früher war? Du wirst unmessbar sein. Gedanken in einer Vision, das ist der Beginn unserer Evolution. Bleiben zusammen, denn wir sind bereit für den Flug in die Unendlichkeit. Hätten Sie im Osten von Wunder der Bühnen nie die größte Rübe der Galaxie. Auf einer entfernten Welt wirst du geheimnisvoll in unserer Zeit. Ich bin Verteidiger, man sieht's an meinen großen Füßen. Ja, man, dir schon alle platt gelatscht. Tritt ja auch jeden auf die Füße, da dran liegt. Erbentag! Juhu! Das da ist übrigens die Kratzbürste oder Bürsti. Hi! Erinnert euch, Leute! Erinnert euch, wir sind letztes Jahr genau hier dran vorbeigelaufen, wo ich gesagt habe, zum ersten Mal außerhalb der Mengen Häuser gegen diese Rüstung. Ein Jahr später sind wir genau an der gleichen Stelle wieder. Super geil. Hey Leute, also ich habe jetzt Sky mittlerweile verloren. Ich bin seit ungefähr, wir waren 5 Minuten hier, da war Sky weg. Ich und die Katzbürste, wir sind jetzt komplett alleine hier. Wir haben eine Freundin von mir getroffen. Da mache ich gleich mal ein Video von. Und ja, ich wollte euch schon mal kurz was zeigen. Da müssen wir jetzt durch. Ja, wir kommen nochmal kurz zurück und zwar habe ich noch was vergessen und zwar einen Endcut irgendwie so richtig aufzunehmen und unser alltägliches Belaber, wie das eigentlich so war für uns und so. Wir haben auch alle heute ein bisschen, dieses Mal ein bisschen unterschiedlich erlebt als sonst immer so. Wir sind ja normalerweise immer so ein bisschen zusammen. Jedenfalls, Japan-Tag war dieses Mal ein bisschen besser als letztes Jahr, also was von Cosplay-technisch angeht, war es letztes Jahr ja nicht viel zu sehen. Dieses Jahr war es wirklich sehr gut für Japan-Tag, weil natürlich, man geht ja immer davon aus, bei einem Japan-Tag geht es nicht um das Cosplay-Gedöns, es geht um das Allgemeine von Japan oder halt das gemeinsame Zusammensein, aber ich bin ja so ein bisschen
ich gucke natürlich, wo kann man am besten filmen, wie kann man am besten filmen, was kann man am besten filmen, und dann gucke ich natürlich, welche Cosplayer super sind. Und dementsprechend ist das nicht zu finden. Ich gucke immer mit Kameraaugen sozusagen durch die Gegend, und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber es war verdammt heiß. Diesmal sehr heiß. Ich bin fast eingegangen. Die Bloody Rose habe ich nach Hause gefahren heute Morgen um 12 Uhr am Sonntag. Weil die vor 12 Uhr noch am besten, wie gesagt. Weil die war vollkommen fertig. Die hatten fast einen Hitzschlag bekommen, weil es wirklich verdammt heiß war. Und die hatte eine Thermostrumpfhose an, weil wir dachten, es wird kalt. So kann man sich täuschen. Was ich jetzt noch zum Abschluss sagen will, und zwar auf dem Cosday werden vielleicht zwei verschiedene Sachen gemacht. Eine auf jeden Fall, die andere hoffe ich, dass wir die machen können. Ich hoffe es wirklich inständig, aber ich will nicht zu großartig was dazu sagen. Erst wenn ich mir so 100% sicher bin, dass man es machen kann. Jedenfalls möchte ich auf dem Cosday in Frankfurt ein Prinzessin Mononoke Gewinnspiel machen. Und zwar werde ich dort alle, also ich werde es auch in diesem Video auch nochmal erwähnen, aber ich sage es jetzt nochmal schon mal vorne weg. Ich werde alle Prinzessin Mononoke Cosplayer, die ich dort finde, interviewen. Such mir die fünf Besten aus, oder ich weiß nicht, wie ich das mache. Entweder suche ich mir die fünf Besten oder die drei Besten aus. Und entweder könnt ihr bei den drei entscheiden, welche am besten ist, und die gewinnt dann unter dem Video. Oder unter den fünf sucht ihr die drei Besten aus, und die haben dann gewonnen, dann so 1, 2, 3 Platzierung halt. Und die gewinnen halt dann was. Das ist auch nochmal eine coole Idee, dachte ich mir. Und ich liebe Prinzessin Mononoke. Das ist die einzigste Prinzessin, von der ich mich verbeugen würde. Und ja, das war jetzt meine Ansicht. Viel gelabert, um das Video noch ein bisschen länger zu machen, weil es wirklich sehr kurz wahrscheinlich sein wird. Ich entschuldige mich auch nochmal für das Gesinge. Wir lernen noch. Okay, dann kommt jetzt erstmal Slay dran. Wow! Moin, Leute. Also im Gegensatz zum Skype bin ich erst heute zu Hause gewesen, so gegen 4 Uhr nachmittags. Ich war bis heute Morgen in Düsseldorf, hab da noch eine 6 Stunden Zugfahrt hinter mir gehabt. Heute ist Sonntag. Ja, heute ist Sonntag. Ja, was hab ich auf Japan-Tag so gemacht? Ich hab mich mit einer Cosplayerin aus Österreich getroffen, mit der habe ich ganz viel gemacht. Dann habe ich wieder mit meinem besten Freund Bursty ganz... Der war auch da, ja, ich habe in einem Hotel übernachtet, richtig Luxus, in der Business Suite, wurde mir bezahlt, läuft bei mir, ja, wir haben uns abends das Feuerwerk angeguckt, ist halt nicht so meins, wir haben sehr viel diskutiert und Rankeds aufgestellt, welchen Charakter wir über welchen Charakter stellen würden, in verschiedenen Animes, Filmen, war eigentlich ganz interessant, ja, ich habe Muskelkater des Todes, also wenn ich aufstehe, bin ich immer am Rumheulen, was auch da liegt, dass ich den Freitag vorher, was ja natürlich ganz intelligent war, noch Sport gemacht habe. Ja, was hat mir besonders gut an dem Japan-Tag gefallen? Also ich fand, es war nicht so voll wie letztes Jahr, es hat aber dieses Jahr nicht geregnet, das finde ich halt mega nice. Aber es ist halt echt wieder dieses Japan-Tag-Gefühl. Entweder ertrinkst du am Regen oder du schmorst in der Hölle vor Hitze. Und ja, mehr habe ich dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Ich freue mich riesig auf den Cosday. Ich freue mich noch mehr auf die Konnichi, weil da wahrscheinlich ein paar Freunde von mir aus Österreich hierher kommen und dann bei mir und Skyline übernachten. Das bin ich. Und ja, mal schauen. Ja, wie gesagt, von mir aus war's das. Ich hoffe, ihr hattet auch einen wunderschönen Japan-Tag. Tschüdelü. Ah, ich habe was vergessen. Gute Besserung an denjenigen, der diesen mega Unfall anscheinend hatte, aus Düsseldorf heraus. Dafür erstmal ein herzliches Beileid. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Ich finde leider nirgends mal Informationen und sowas. Also das Auto war innen drin komplett kohlschwarz, weil es gebrannt hat. Außen sind die Reifen vorne geplatzt und sowas. Also dafür hoffentlich geht's dir gut, Digga. Und hallo an die Autofahrer neben uns, die ich die ganze Zeit immer gemacht habe. Wir hatten sehr viel Spaß, jedenfalls, im Stau gehabt. Und
Wurde auch eingeladen, das will ich auch nochmal kurz als Information, wurde von jemandem eingeladen in die 404 Gruppe Europe für Halo-Leute, ich bin viel zu nah, für Halo-Leute einzusteigen. Ich finde euch nicht. Das heißt, falls du das Video sehen solltest, der mich eingeladen hat, ich war der in diesem ODST-Cosplay aus EVA schauen, der dich kurz nach deinem Interview angesprochen hat, aus was du das gemacht hast und sowas, schreib mich an, ich finde euch leider nicht. Ansonsten, ja, das waren die Informationen nochmal. Okay, und jetzt diesmal wirklich. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online und jetzt auch aktiver auf YouTube wieder. Ciao!